Dann gehen wir nämlich jetzt nochmal bei Kaiser rein, ins Video. Die goldene Ära von YouTube Pranks. Na, das ist ja wahrscheinlich, mit übelster Ironie zu verstehen. Hoffe ich auf jeden Fall. So, ab geht der Peter, Alter. Pranks! Die beste Art, um schnell Klicks zu machen und gleichzeitig zu riskieren, in den Knast zu wandern. Was ist aus ihnen geworden? Warum macht keiner mehr Pranks? Und war das vielleicht die goldene Ära von YouTube? Wahrscheinlich nicht. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört, heute geht es um Pranks. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich in letzter Zeit immer wieder sehe, dass sich Leute darüber aufregen, dass YouTube komplett vollgepackt mit Reaction-Kanälen ist. Rezo, Stay, Jasmin Knu, Tobias Huch, Kaiser Live, ja, die schalten alle nur ihre Facecam an und reden irgendwas zu einem Video. Und gerade dieser Kaiser Live ist ein Problem in meinen Augen. Es gibt scheinbar kaum noch Leute, die eigenen Content produzieren. Und ich muss euch sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Gerade deswegen, dass es so viele Reaction-Kanäle gibt, ist mein Channel zum Beispiel auch sehr schnell gewachsen. Ne? Es gibt ja als kleiner YouTuber halt einfach viel mehr Reichweite. Plus, ich gebe mir halt auch gerne mal Reactions von irgendwelchen Leuten, wenn mich halt die Meinung interessiert. Aber wie war das eigentlich früher auf YouTube? Es gibt so viele Videos, die der Meinung sind, dass die ganze Plattform früher besser war als heute. Und zum Teil muss ich sagen, in vielen Aspekten wahrscheinlich schon, ja, aber in einem nicht. Und das sind Pranks. Pranks. Ja, vor allen Dingen, weil viele Pranks ja selber Pranks waren, also die waren ja nicht echt so irgendwie, also das war ja meist auch nur geskripteter Müll, hat man ja oft gesehen irgendwie wie hieß der Vogel, Leon Mascher oder so, wenn die irgendjemand geprankt haben, es waren dann immer dieselben Leute, standen auf einmal eine Kamera mit Stativ in der Ecke irgendwie, ja, also einfach dumm. Oder zu Deutsch Reinlegungen war damals der Shit. Manche Leute glauben, die Prankster sind einfach gespawnt. Charles Darwin war der Meinung, dass sie ihre Abstammung in anderem Content wie soziale Experimente haben. Man kann aber grundsätzlich sagen, seitdem es YouTube gibt, gibt es Unruhestifter. Der Hype um die Pranks ist ungefähr so 2013, 2014 aufgekommen und richtig Mainstream wurde es erst mit so Kanälen wie Bullshit TV oder Leo Mascher. Ein absoluter Klassiker ist zum Beispiel der Golddigger Prank, bei dem du zuerst eine Dame auf der Straße ansprichst und einen Korb kassierst. Dann zeigst du ihr dein krasses Luxusauto oder den Fakt, dass du 1 Million V-Bucks besitzt und sie verliebt sich in dich. Am Ende muss man nur noch die Frau abblitzen lassen und sein Leihauto zurückbringen. Ich sag mir alle hier viel zu Hause, Schall. Ich sag alle hier auf Geld los. In der Theorie recht einfach, ja, aber im echten Leben ist nicht ganz so leicht, ein passendes Opfer zu finden. Jo, gefällt dir das Auto? Ja. Ja? Du bist auch voll hübsch. Oh, danke. Sind Sie die Mutter? Ja. Die Schönheit liegt auf jeden Fall in der Familie. Ich würde dich echt gerne kennen. Wie alt bist du? Ich persönlich bin der Meinung, ja, dass der Golddigger Prank so irgendwie die Nummer 1 unter den Pranks ist. Weißt du, ist leicht verständlich. Ich habe ganz starke Schmerzen. Der ist universell. Du müsstest nicht mal die Sprache sprechen, um es zu kapieren. Aber das große Problem ist, du kannst nicht jede Woche einen Golddigger Prank raushauen. Ja, du musst irgendwelche kreativen Ideen finden. Und da gab es einige über die Zeit. Wie zum Beispiel Leo Maschers Knallerzigaretten, die beim Anzünden explodieren. Oh, fuck it! Was war denn damit jetzt schief, Alter? Sag mal, soll ich jetzt gleich in die Fresse hauen oder gleich, Alter? Lass die Scheiße. Diabetes-Anfall-Prank an kurdischen Freund eskaliert. Bruder, dieses Thumbnail ist so dumm, Alter. Oder auch irgendwo ein Klassiker, Chili-Prank super scharf. Ja, weil ihr wisst es ganz genau, meine Freunde, mit einem Prank muss man immer rechnen. Ich meine, theoretisch kann man auch nur auf den Hype-Train aufspringen und irgendwas machen, was nicht mal ansatzweise was damit zu tun hat und es dann einfach Prank nennen. Kennt ihr doch Herrasch? Ich fand den Typ immer so nervig, okay? Aber es ist halt trotzdem, Haare im Schlaf abrasiert, Prank geht schief, ist trotzdem ein legendär. Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Wir sind gerade bei Emi, hatten eigentlich vorgehabt, heute ein Video mit denen zu drehen. Aber Leute, er geht einfach hoch und schläft einfach ein. Ich habe wirklich vor, Emi gleich einfach mal die Haare abzuschneiden. Okay, Bob. Okay. Was ist das für ein Prank, Mann? Du bist ein Prank, Mann. It's a prank, Mann. Look at the camera. It's a prank. Und was war jetzt der Prank? Naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, ne? Hauptsache alle Beteiligten hatten Spaß. Wir haben uns aber... Ja, es ist richtig unangenehm anzuschauen. Nein, du darfst nicht abschalten. Du musst da jetzt auch durch, genauso wie ich. Heute hier versammelt, um die besten, die heftigsten und natürlich die extravagantesten Pranks zu analysieren. Und da darf natürlich einer nicht fehlen, ja? Der Apo-RD-Bomben-Prank. Vertrau mir, der kommt sehr, sehr böse, sehr lecker.
aber auch sehr, sehr gefährlich. Den kennt, glaube ich, jeder, ja? ApoRD, der allerechte, ist in Hamburg unterwegs mit einer Tasche. In dieser Tasche befindet sich, und jetzt kommt's, absolut gar nichts. Ja, aber das wissen die Leute ja nicht. Und er geht mit dieser Tasche hin, wirft sie in eine Menschenmenge. Da sieht man mal, wie sehr der nicht weiter denken kann, als seinen Kühlschrank schmeißen kann. Wie kommt man auf die Idee, dass es eine gute Idee ist, einen Bombenprank zu machen? Ich frage ernsthaft, wie kommt man auf den Trichter, dass das eine gute Idee sein kann? Das erschließt sich mir nicht, überhaupt nicht. Und läuft im Anschluss weg, ja, und was glauben die Leute, die dort stehen, die glauben, naja, Digga, ich geh drauf. Ich meine, ich weiß, ich lache jetzt drüber, ja, aber es ist halt wirklich nicht lustig. Mir geht's halt einfach nur darum, dass ApoRed gedacht hat, dass das ein gutes Video wäre, dass man das hochladen kann, das musst du ja nicht mehr hochladen, dass man das überhaupt machen könnte. 30 Sekunden habt ihr alle Zeit. Rennt lieber, wenn euer Leben was wert ist. Red wurde für die Aktion zu 7 Monaten auf Bewährung und 200 Sozialstunden Immunis verurteilt, was? Ich hätte ihn auf jeden Fall noch richtig geldmäßig nackig gemacht. Ja, schon gnädig ist, wenn man so bedenkt, was für einen Schaden der da angerichtet hat. Ach ja, er hat jetzt niemandem physischen Schaden zugefügt, aber trotzdem, imagine, du glaubst, jemand wirft eine fucking Bombe auf dich. Und was ist das Erste, was er gemacht hat, als er aus dem Knast gekommen ist? 15 Tage Knast, 23 Stunden Zelle. Das Erste, was man gemacht hat, nachdem man draußen war. Eine Folge Jojo. Okay, das Ding mit ApoRed war eigentlich mehr so eine Ausnahme, ja, aber in meinen Augen trotzdem so ein Stück deutsches Kulturerbe. Wisst ihr, Prank-Videos und soziale Experimente gab es damals wie Meer am Sand. Und deswegen musst du dich halt irgendwie von der Masse abheben. Das kannst du entweder, indem du richtig kreative Videos drehst, ja, ist aber offensichtlich keine Option für uns. Wir nehmen Option Nummer 2 und das ist immer mehr übertreiben. Weil irgendwann sind deine Zuschauer diesen Schockfaktor schon gewohnt, so, oh, du hast einen Prank gemacht bei deiner Freundin, wo du so tust, das willst du Schluss machen und sie hat nicht mal geweint. Digga, du pöbelst Leute auf der Straße an und wirst nur geschubst. Lame. Was? Du hast deinem Freund 20 Chilis zum Essen gegeben und er lebt noch? Ja, das ist halt die bittere Realität im Prank-Business, ja? Oder wie wir Prankster sagen, im P-Biz. Ja, aber ich weiß, wie man da herausstechen kann. P-Biz. Wie wär's mit einer Massenpanik? Jetzt sind wir im Gespräch, oder? Ja, die Rede ist natürlich von einem damals 17-jährigen Yunis Amiri, der ein ganzes Einkaufszentrum in Ekstase versetzt hat. Wir schreiben den 15. Dezember 2018. Der ein oder andere Mallbesucher ist vielleicht gerade dabei, die letzten Weihnachtspresents zu sneaken. Aber Yunis Amiri hat einen anderen Plan, ja? Er hat anscheinend 4 Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren dazu angeheuert, einen Böller anzuzünden und das zu filmen. Mitten im Einkaufszentrum. Hier ist es passiert. Im Untergeschoss der Tiergalerie lässt ein enorm lauter Knall die Besucher aufschrecken. Weil die Lage unklar ist, reagieren einige Menschen panisch, rennen so schnell es geht hinaus. Diese Bilder entstehen, als sich die Lage schon beruhigt hat. Kurz darauf ist ein Video im Internet zu sehen, das die Tat dokumentiert. Eingestellt offenbar von jenen Jugendlichen, die damit bei YouTube prahlen wollen. Die Bilder sind von schlechter Qualität. Ja, da gibt sich echt Mühe, da was Lustiges draus zu machen. Aber es ist irgendwie ist es auch lustig im Sinne von, weil es zeigt, wie drücke ich das jetzt aus? Wie sehr das Gehirn bei diesen Leuten einfach nur Deko ist. Und zeigen dennoch genau, wie der Böller angezündet wird, die Täter davonrennen und es dann knallt. Am Ende steht das Ergebnis, dass die Polizei Dortmund gegen 5 Personen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wie es heißt, soll der YouTuber die Dortmunder Clique angestiftet haben, den Böller zu zünden. Dafür wollte er anfangs angeblich 15 Euro zahlen. Später soll man sich auf 50 Euro geeinigt haben. Dann ging alles ganz schnell. Oh, der spendable Herr, 15 Euro. Aber im Ernst, so kannst du dir das vorstellen? Yunis Amiri steppt durchs Einkaufszentrum, gell? Trifft 4 Fans und sagt, Burschen, wie wär's? Polenböller in die Menschenmenge. 15 Euro. Die Polizeibehörde spricht davon, dass wir es mit mindestens 30 Verletzten zu tun haben, die glücklicherweise nur leicht verletzt wären. Siehst du, wegen der Panik, ne? Verletzte. Alter, ey. Kaktus, der alte Lyriker. Ja. Na, ich bin jetzt kein Goethe oder so, ne?
Initiator der ganzen Geschichte scheint aber ein 17-jähriger Mann aus Wolfsburg zu sein, ein sogenannter YouTube-Star, der über einen eigenen Channel verfügt und dort sogenannte Pranks, Prank-Videos, das steht wohl für Streiche, veröffentlicht. Zahlreiche Besucher hatten später vor allem von psychischen Folgen gesprochen, von Panikattacken, Knalltraumata, Schlafstörungen. Ich muss schon sagen, das ist mir alles so ein bisschen zu heavy. Ich persönlich als anstrebender Super-Prankster, in Klammern des Grauens, möchte halt keine Anzeigen kassieren. Und da gibt es eine Top-Alternative, ja, ein Streich, der mir persönlich als einer von den OGs in Erinnerung geblieben ist. Die Rede ist natürlich von Mert Matthans Gay-Prank mit seinem Vater. Ein wahres Meisterwerk, ja, das seinesgleichen sucht. Der gute Mert hat sich überlegt, du, ich gehe zu meinem Vater hin und ich erzähle ihm vor laufender, versteckter Kamera, dass ich einen Freund habe. Und die Reaktion von seinem Vater war ja nicht gerade gut. Ja, du hast dich gefragt, warum ich die ganze Zeit so komisch bin. Papa, ich habe einen Freund. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Das ist doch gut, lass mich das doch erklären. Ne, Freund, sag, dass das nicht weiß. It's a prank, man. Okay, das sieht in erster Linie mal nicht so nice aus. Ja, das Video hat eine Menge Hate mit sich gebracht und Mert hat sich gedacht, du, ich mache einfach ein Statement mit meinem Vater gemeinsam. Ich habe persönlich nichts gegen Homosexuelle. Ja, nie, ist klar. Deswegen hast du auch so reagiert. Ja, nie. Ah, schön. Papa, ich hab einen Freund. Bam, in die Fresse. Ich hab eigentlich nichts gegen Homosexuelle. Kommen auch sehr gut mit denen klar, wie gesagt. Außer was dann so ein Aber warte, ja. Warte. Es kommt noch mehr. Das Statement hat absolut gar nichts gebracht. Na, obviously. Komisch. Das verstehe ich gar nicht. Hätte ich dir auch sagen können. Deswegen hat er sich dazu entschlossen, ein paar Tage später das Video, das Gay-Prank-Experiment zu posten. Lasst euch das bitte ganz kurz durch den Kopf gehen. Ein Prank-Experiment in einem. Das ist Meisterklasse. Und was wurde letztendlich aufgedeckt? Naja, es stellt sich heraus, dass das ganze Video gescriptet war. Das hat Mert mit einem extra Videomaterial bewiesen, was halt zur gleichen Zeit aufgenommen worden ist oder beziehungsweise halt kurz darauf. Das sieht man halt ganz klar daran, dass sich halt da nichts bewegt in dem Bild. Aber warum hat er dann das Statement gemacht und halt nicht gleich die Auflösung, was eigentlich viel besser gewesen wäre? Naja, er wollte halt wahrscheinlich nicht, dass die Leute davon ausgehen, dass halt andere Videos von ihm auch gescriptet sind. Ich meine, schau dir mal seinen Kanal an. Ja, die Hälfte von den Videos sind nur Pranks. Die ganze Situation hat Mimi damals recht gut zusammengefasst und Halleluja, danke dir, gell? Es ist nämlich unfassbar schwierig, irgendwie an Videomaterial von dort zu kommen. Also von dort, halt von damals, ne? Das Problem ist... Ja, ja, Mimi hat's alles auf der Festplatte, das ist immer klar. Mit der Zeit hast du halt als Zuschauer schon alles gesehen, ja? Der Schockfaktor ist auch nicht mehr der gleiche wie damals. Und außerdem wurden viele Prankster exposed, weil sie ihre Pranks gefaked haben. Org, oder? Ich weiß. Man könnte auch argumentieren, dass das Genre im... Komisch. ...im Generellen uncool geworden ist. Als Simon Desio eingestiegen ist. Was klappt, meine lieben Freunde? Auf Wiedersehen. Ich werde heute meine Freunde bringen. Ich werde so tun, als ob ich in diese Pool geschwommen bin. Ach, der Dubai-Penner. Bin und ich lasse alle meine Sachen an und dann einfach, dass ich ertrunken bin. Oh, Babe! Baby! Ich würde aber sagen, Pranks sind ein sehr wichtiger Teil der YouTube-Geschichte, ja, und sie werden teilweise heute immer noch gedreht. Und natürlich ist bei weitem nicht alles davon schlecht, ja? Es gibt sehr viele witzige Videos, die ich auch enjoyed habe, aber die meisten Reinlegungen, so, waren einfach nicht meins, weißt du? Aber glaubt ihr, Pranks werden irgendwann mal wieder ein Comeback haben oder auch nur halbwegs so populär sein, wie es damals war? Lasst mich auf jeden Fall gerne unten in den Kommentaren wissen, meine Freunde. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ja, das war aber noch mal was Lustiges.